Ja, Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Tutorial. Heute mal ein bisschen was Ausgefalleneres. Ich bin hier gerade in der Restauration beschäftigt, an so einem Klappkarawan. Ihr seht es hier mit so Aufstellwänden an der Seite. Ist ein netter Exot, eine Fleurette Tamaris, also so ähnlich wie die bekannten Rapidos. Und hier hat es zum Beispiel unter anderem in der Nasszelle die Duschwanne übel mitgenommen. Also die ist hier komplett mit Rissen durchzogen, teilweise scheint auch ein bisschen was zu fehlen. Und ich will euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie man also aus so machen kann. Ja, auf das Problem mit den Rissen in der Duschwanne stößt früher oder später eigentlich jeder Caravan-Besitzer mal. Sofern es Kunststoffwannen sind, das ist eigentlich meistens verbaut. Wenn es schon von vornherein GFK ist, hat man natürlich eine Ruhe. Aber hier mit dem Alter kommen früher oder später also immer diese Risse auf. Vor allem bei Wohnmobilen ist es natürlich wichtig, das wieder zu oder instand zu setzen, weil man dadurch auch am ehesten drin duschen möchte. Bei Wohnwagen ist es jetzt nicht so wichtig, je nachdem. Aber hier auf jeden Fall möchten wir es wieder instand setzen. Die übliche Vorgehensweise ist jetzt hier ein paar Lagen Glasfasergewebe mit Harz also drauf zu laminieren und hinterher irgendwie ein bisschen zu glätten und mit Strukturlack zu versehen. Gibt es auch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Fängt irgendwie so an bei 400 Euro, meine ich, der Service. Wenn man es selber macht, hat man hier halt einen Haufen Schleifstaub drin nachher und es besteht immer die Gefahr, dass irgendwo getrocknete Fasern hochstehen, an denen man sich leicht verletzen kann. Deshalb will ich euch heute eine weitere Möglichkeit zeigen, um die Wanne im Prinzip ja zu duplizieren, ja, also nicht richtig abzuformen, das kann man ja auch noch machen, praktisch eine Negativform abziehen, aber das ist dann sehr aufwendig. Ich möchte euch zeigen, wie man das alte Teil jetzt eigentlich als Form verwenden kann. Und dazu gehen wir jetzt her und schneiden die etwa auf halber Höhe mal mit einer Vibrationssäge raus und ich fange hier an, indem ich mir erstmal ringsrum einen schönen Bleistiftriss hier ziehe, um eine gerade Kante nachher zu erhalten. So, ich habe mir jetzt hier zwei Brettchen gesucht. Die sind jetzt von der Stärke oder bringen hier meinen Stift so auf die Höhe, dass ich hier überall über den gerissenen Bereichen liege und hier hinten zudem noch unter dieser Aussparung hier bleibe. Ich fahre jetzt einfach mal komplett rum. Zum Aussägen verwende ich hier so ein Fein Multimaster, heißt das Gerät. Hat schon ein paar Tage auf dem Buckel, es war recht viel in Gebrauch. Sehr zu empfehlen. Wer sowas nicht hat, der ist relativ teuer. Es gibt natürlich auch billige Geräte. Ich denke auch, dass wenn man es nur hier einmal braucht, um so eine Wanne rauszusägen, da tut sicherlich auch ein einfaches im 50-Euro-Bereich. Wichtig, dass hier vorne jetzt so ein rundes Sägeblatt drauf ist, um hier einen schönen Schnitt und auch gut in die Ecken reinzukommen. Da eignet sich das auf jeden Fall am besten. Ja, legen wir mal los. So, ich bin jetzt rum. Wichtig natürlich auch, versucht möglichst wenig mit dem Sägeblatt einzutauchen, weil es sind ja hier an den schmalen Stellen auch noch die Möbelwände dahinter oder eventuell könnte natürlich auch mal eine Wasserleitung dumm verlaufen. Also nach Möglichkeit versuchen, nicht so weit einzutauchen. Beim Sägeblatt ist es auch noch wichtig, ein möglichst fein verzahntes zu nehmen. Das hier ist jetzt ein Metallsägeblatt. Also es hat vielleicht gerade so einen knappen Millimeter an Dicke. Mit einem groben Holzsägeblatt würde sicherlich hier das Material anfangen zu zerspringen oder die Kanten abbrechen. Deshalb achtet darauf, wenn euch sowas besorgt, hier ein Metallblatt zu verwenden.
So, ich kann die Wanne jetzt leider noch nicht rausnehmen. Zum einen ist hier unten noch der Abfluss dran und zum anderen ist sie punktuell hier verklebt. Ich werde jetzt als erstes, wie gesagt, mal den Abfluss von außen wegmachen und nachher versuchen, hier den Rest rauszulösen. Den Abfluss habe ich gelöst. Hier das vordere Teil war es schon komplett durchgebrochen, habe ich schon rausgenommen. Und hier seht ihr jetzt vielleicht noch die Klebestellen. Ne? So ist also das ganze Ding hier reingekittet. Und jetzt gehe ich her und versuche das hier mit dem Spachtelwerkzeug so Stück für Stück zu lösen. Und je mehr Brocken mir hier verloren gehen, desto schwieriger wird das Ganze nachher umzusetzen. Deshalb versuche ich es jetzt möglichst vorsichtig. Meine Fresse, Leute, sowas habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Also ich habe sowas, die Technik jetzt schon zwei, drei Mal gemacht. Normalerweise liegen die Duschwannen nur auf dem Boden auf oder sind vielleicht mit ein bisschen doppelseitigem Klebeband hingemacht. Aber dass die jetzt so verklebt war, in Verbindung noch mit dem extrem spröden Kunststoff hier unten, war das jetzt schier unmöglich. Eine halbe Stunde rumgestochert. Ihr seht, ich hab hier teilweise noch den PVC-Boden mit dran. Also ist jetzt schon ein Extremfall, aber nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir schauen, wie wir aus der Misere wieder rauskommen. Ich nehme die Teile jetzt mal mit und dann geht's weiter.